Hallo zusammen. Schauen wir uns noch einmal ein Anwendungsbeispiel zum Thema Massenberechnung an. In einer leeren Kiste, die ohne Inhalt 12 Kilogramm wiegt, werden 7 Vollziegel mit den Abmessungen 12 cm, 6,5 cm und 25 cm gelegt. Wir wollen wissen, wie schwer ist die Kiste samt Inhalt. Das heißt, wir müssen uns die Masse von einem Ziegel ausrechnen. Dafür brauchen wir die Dichte eines Ziegels. Wir haben sie uns gegoogelt. Die Dichte eines Ziegels beträgt 1,7 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Noch einmal kurz erklärt, was bedeutet 1,7 Kilogramm pro Kubikdezimeter? Kubikdezimeter ist immer die Größe eines Milchbackerls, das heißt, ein Milchbackerl aus einem Ziegel hätte ein Gewicht von 1,7 Kilogramm. So kann man sich das immer gut vorstellen und gut merken. Wir wollen die Masse berechnen. Wir wissen, die Masse ist gleich Rho mal V. Also brauchen wir zum Masse berechnen das Volumen. Das Volumen eines Ziegels. Na, jetzt wissen wir schon, das ist ein Quader mit Länge mal Breite mal Höhe. V ist gleich Länge mal Breite mal Höhe. V ist also gleich 12 mal 6,5 mal 25. V ist gleich Ziegel, Quader, Länge mal Breite mal Höhe, habe ich gegeben, muss ich ausrechnen. Mit dem Taschenrechner habe ich vorher schon gemacht, sind 1950. 1950 Kubikzentimeter ist das Volumen eines Ziegels. Jetzt wissen wir schon, wenn wir dann die Masse ausrechnen wollen, müssen wir das Volumen umwandeln auf Kubikdezimeter, weil ja die Dichte auch in Kubikdezimeter angegeben ist. Von Kubikzentimeter auf Kubikdezimeter ist ein Dreierschritt, ein Dreierschachtel. Das heißt, ich muss das Komma um drei Stellen verschieben. V ist gleich 1,95 Kubikdezimeter. Jetzt könnte man uns wieder überlegen, wie groß ist das ungefähr, 1,95 Kubikdezimeter. Na, das sind ungefähr 2 Kubikdezimeter. Das heißt, das wäre die Größe von 2 Milchbackern. Weil 1 Kubikdezimeter ein Milchbacker ist. Somit können wir uns die Masse eines Ziegels ausrechnen mit Rho mal V. Das Rho kennen wir, 1,7, das Volumen kennen wir, mal 1,95. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, 1,7 mal 1,95, erhalte ich 3,315. 3,315 Kilogramm. Das bedeutet, ein Ziegel hat ein Gewicht, eine Masse von 3,315 Kilogramm. Jetzt wissen wir aber, wir haben nicht einen Ziegel, sondern wir haben insgesamt 7 Ziegel in der Kiste liegen. Also müssen wir diesen Wert mal 7 rechnen. 3,315 mal 7, das ergibt 23,21 Kilogramm. Das heißt, die Ziegel haben eine Masse von 23,21 Kilogramm, die in der Kiste liegen. Jetzt kommt aber noch die Kiste dazu, weil die Kiste hat ohne Inhalt auch eine Masse von 12 Kilogramm. Das heißt, wir müssen jetzt zu den 7 Ziegeln noch
plus 12 Kilogramm dazu rechnen. Das wäre die Gesamtmasse von 7 Ziegeln plus der Kiste haben. Das wäre dann in unserem Fall 35,21 Kilogramm. Und erst jetzt sind wir mit der Berechnung fertig. Wir haben zuerst das Volumen eines Ziegels ausgerechnet, dieses auf Kubikdezimeter umgewandelt, weil wir es für die Berechnung der Masse brauchen, haben dann die Masse ausgerechnet mit Hilfe des Dichtewertes, den wir uns vorher gegoogelt haben, haben die Masse von einem Ziegel erhalten mit 3,315 Kilogramm, wussten, wir brauchen 7 Ziegel, die in der Kiste sind, also haben wir es mal 7 gerechnet und wussten dann, dass die Kiste alleine 12 Kilo Masse hat, also haben wir zu den 7 Ziegeln noch die 12 Kilogramm von der leeren Kiste dazu gerechnet und kommen auf eine Gesamtmasse von 35,21 Kilogramm. Alles klar soweit?